Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ZevTech Ages. Ja, vielleicht kurz vorweg, die kommenden Folgen werden ein bisschen kürzer, denke ich. Also unter 30 Minuten sollte sein, denn ich muss für die Gamescom vorproduzieren und das schaffe ich natürlich sonst nicht, wenn ich alle Videos ewig lang mache. Also sollte irgendwann mal ein random Cut in einem Video sein, habe ich einfach mal wieder die Zeit vergessen und ich muss im Nachhinein cutten. Aber ich versuche mich irgendwie an die Zeit zu halten. So viel vorweg. Ja, was ist passiert? Wir haben gestreamt. Man sieht nicht so viele Änderungen. Die Baumfarm ist noch da. Aha, was ist denn das da unten? Ja, wir haben eine wunderbare Tinkerschmelze gebaut. Jawohl. Und ein Toolforge. Und mit dem haben wir uns direkt Tools gemacht. Und zwar die Lumberaxe und den Hammer. Und die sind echt nice. Also der Hammer ist relativ einfach. Da gehen wir nochmal runter. Der kann große Flächen abbauen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte gerne die Base hier noch in die Richtung erweitern. Dann sind wir mit dem Hammer doch ein ganz kleines bisschen schneller als mit der Spitzhacke, weil der immer gleich 9 Blöcke auf einmal abbaut. So. Können wir hier nochmal nach oben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und noch ein letztes Mal. Hier müssen wir jetzt die Kante nehmen, weil wenn wir die nehmen würden, würden wir schon eins in die Wand reinbauen. Das heißt hier, zack, zack, zack. Dauert auch immer gleich lange das Abbauen. Egal wie viele Blöcke man abbaut. Und für die Härte ist immer der Block, auf den man zielt quasi. Also wenn man jetzt hier, sagen wir mal, 8 Obsidian hätten und in der Mitte ist ein Cobblestone, würde er nur quasi Cobblestone abbauen müssen und das Obsidian würde bleiben. Insofern wir Mining Level Obsidian hätten, haben wir aber nicht. Ich weiß nicht, ob Obsidian ein gutes Beispiel ist. Es kann sein, dass bei Obsidian eine Ausnahme ist, aber zum Beispiel bei Erzen und so weiter, da ist das so. Das haben wir im Stream auch schon getestet. Da haben wir uns nämlich ein kleines bisschen Kupfer geholt. Und ich glaube, wir sollten... Ja, wir haben noch einiges in der Schmelze, ne? Wir haben noch einiges in der Schmelze. So. Lasse ich nochmal kurz da. Ach ja, und die Lumberaxe. Auch sehr angenehm zum Holzfarmen. Wir gehen mal in unsere Holzfarm. Und sagen, einmal bitte Holz. Und dann... Ja, man muss aufpassen. Der reißt nämlich alles ab, was aus Holz ist. Wenn es irgendwie zusammenhängt. So, und dann baut er alle zusammenhängenden Baumstämme ab. Was natürlich auch bedeutet, dass er den hier nicht abgebaut hat. Weil hier ein Sapling dazwischen ist. Das hat im Stream ein bisschen besser funktioniert. So wie hier, weil da mehr schon ausgewachsen war. Aber nichtsdestotrotz seht ihr, kann man hier immens schnell die Baumfarm abfarmen. Wir sollten in Zukunft nur ein bisschen darauf achten, dass... Pflanzt sich der auch hier ein? Ich nehme die lieber mal mit. Dass wirklich alles ausgewachsen ist. Weil dann kann man mit einem Schlag die gesamte Reihe weghauen. Habt ihr beim allerersten Schlag gesehen. So. Next. Und das war's. So, manchmal ist es so, dass irgendwelche Holzblöcke in einem Baum sind, die aber nicht mit dem Rest des Baums connected sind, wie der hier. Dann funktioniert es natürlich nicht. Die müssen wir dann manuell wegmachen.
Genau. Das ist das einzige Thema. Könnte man wahrscheinlich lösen, indem man eine Höhenbegrenzung macht. Dann wachsen nicht die ganz großen Bäume. Allerdings bieten die ganz großen Bäume oder bringen die auch am meisten Holz. Daher, ja. Sowas ist halt dann ein bisschen nervig. Also da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Ob wir sagen, okay, wir nehmen nur die kleinen Bäume und haben dann am Ende nicht so einen Struggle. Oder wir nehmen auch die großen mit und haben dann aber potenziell ein bisschen mehr Aufwand im Nachgang. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was eurer Meinung nach sinnvoller wäre. Für mich kann ich es gerade noch nicht so ganz abschätzen. So, wichtig ist, dass wir alle Saplinge mitnehmen, weil die sich sonst von alleine einpflanzen, irgendwo, wo wir das nicht wollen. Und das wäre unpraktisch. Warte, habe ich da drüben einen übersehen? Ah ne, das war nur ein Grasbüschel, okay. Gut, dann eine Runde neu anpflanzen. Ich hätte hier zwei. Ja. Dann hier zwei Abstand. Ah, ne, passt. Okay, und schon ist die Baumform wieder angepflanzt. Und wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit 1, 2, 3, fast 4 Stacks Holz gefarmt. Also wenn das sich nicht lohnt, dann weiß ich es auch nicht. So, Saplings. Dafür lohnt sich sogar schon fast ein Drawer bald. Für das Holz. Wir haben hier schon mal angefangen mit Drawn. Wir haben uns Dark Oak geholt, damit wir hier so coole Drawer machen können. Für die Innenfläche nehmen wir Oak Trims. Einfach damit das ein bisschen cleaner ist. Weil wenn wir die nicht nehmen, dann sieht das halt so aus. Das ist so meh. Also da machen wir es am besten so. Und dann machen wir erstmal nur für die wirklich Sachen, also Holz, in dem Fall Oak oder Cobblestone. Welche, denn wir können aktuell noch keinen Drawer Controller machen, was ein großes Drawer Lager ein bisschen sinnlos macht. Aber für so Ressourcen, die man sehr oft hat, glaube ich, ist das schon ganz sinnvoll. So, soweit zu den neuen Tools. Ach ja, und wir haben hier das Ding ein bisschen optimiert. Das geht jetzt hier so rum mit einem Wasserstrahl und geht dann da rein und geht dann hier rein. Das heißt, wir müssen uns da nicht mehr drum kümmern, dass da irgendwas despawnen könnte. Hier oben einfach Kohle rein, ne? Man kennt, das brennt. Gehen wir da rein, zack, zack. Der grindet das jetzt durch und nicht, egal wo er das hier in diesen Bereich hindroppt, das wird immer vom Wasserfluss hier reingespült. Da ist es und es ist weg. Und jetzt ist es hier drin. Perfekt. So. Kann ich nochmal kurz 4 Fackeln machen? Beziehungsweise 8. Es gibt ja immer 2. So. So, was ist der nächste Plan? Der nächste Plan, hätte ich gesagt, ist nochmal unsere Ausrüstung zu verbessern. Denn die Mobs sind mittlerweile schon recht stark. Aufgrund der Local Difficulty. Aber wir sind nicht sonderlich stark. Ach ja, und die Bronzepicke würde ich dringend reparieren. Und das ist problematisch. So, Hammer. Und deshalb brauchen wir zusätzlich zu unseren Waffen, die ja ganz okay sind, auch eine vernünftige Rüstung. Und da wurde mir gesagt, nimm doch Tinker's Armory oder wie es hier heißt, Constructs Armory. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Modulare Armory, die hochlevelt, wenn man Schaden bekommt, ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir machen die natürlich wieder aus Bronze. Wir können auch noch im Materials and You Buch gucken, ob Eisen nicht sinnvoller wäre. Denn dank der Schmiede können wir mittlerweile auch Eisen schmelzen. Deshalb hat der Hammer hier in der Mitte ein Eisenteil und die Lumberaxe hat auch ein, das sieht man hier gerade nicht, aber hat auch ein Eisenbinding, was dafür sorgt, dass die Magnetic bzw. Magnetic 2 hier bekommen und sobald man Sachen abbaut, die so ein bisschen magnetisch ins Inventar gezogen werden, was ganz praktisch ist. Genau, Materials in View wollte ich schauen.
Materials and you. Wobei, hier ist wahrscheinlich keine Armory hinterlegt, weil das ja eine Zusatzmod ist, ja. Gibt's ein extra Buch? Armor Forge. Oder wir machen erstmal ein Armor Forge, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Absorben Magnetic, wobei hat ziemlich die gleichen Effekte, wobei die bei der Rüstung tendenziell nochmal ein bisschen anders sind. Aber okay, machen wir erstmal Armor Station. Okay, wir brauchen Crafting Table. Irgendein Crafting Table und 4 Blank Pattern. Ich glaube, das können wir uns gerade noch leisten. Aber bei Blank Pattern, ging die hier anders? Ja, die ging hier anders mit den Slabs und dem Bark. So, Bark. Und das war, indem man die Dinger schneidet, ja. Dann, ich mach mal hier die Sounds ein bisschen leiser. Die Sounds. Weil ich finde die schon sehr laut. Die Säge. So. Zack, 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 zack. Boom. Pattern am Start. Das zu automatisieren wird noch nicht so schnell gehen. Dafür brauchen wir Blockplacer und so Geschichten. Und Redstone fürs Timing und so. Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, aber ist nicht so schlimm. So, Crafting Table, zack, zack. Armor Station. So, was kann die Armor Station? Okay, die kann einen Helm, eine Chestplate, Leggings und Boots. Aber halt nur die Basic-Varianten. Und da sind wir schon weiter. Wir können ja schon den Armor Forge machen. Das heißt 4 Eisenblöcke, Seared Bricks und die Armor Station. Jetzt ist die Frage natürlich. Ich stell die erstmal kurz hier hin. Was haben wir da? Nicht sonderlich viel. Das habe ich befürchtet. Hier ist alles voll mit Bronze, aber es ist noch genug Platz, um anderes Zeug zu schmelzen. Was Gutes. Wenn ich so einen Block, der ist jetzt von Mechanismen, wenn ich den gieße, klein hau, kommt aber trotzdem das gleiche Bronze raus, ne? Ja. Okay. Das ist gut. Reparieren wir mal den Hammer noch. Den werden wir jetzt brauchen. Oh, eins reicht sogar. Krass. Dann reparieren wir die noch. Okay, also die Reparaturkosten sind tatsächlich sehr übersichtlich. Damit kann man arbeiten. So, dann fahren wir kurz ein bisschen Eisen. Unser Pferd ist weg. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Das hat sich verabschiedet. Da unten ist noch ein bisschen Kupfer, auch wenn das meiste geplündert ist. Aber ein bisschen was haben wir noch? Ah, das war auch nur ein Stein. Denn wir haben eine Eisenmine gefunden. Und zwar ziemlich in der Nähe. Und mit dem Hammer, glaube ich, haben wir da in 0, nix ein bisschen Eisen. Das war eine Kohlemine. Meine ich.
Aber wenn wir schon mal hier sind, ich glaube Kohle. Oh ne. Oha. Das ist nicht der Server, der laggt, sondern tatsächlich, die werden irgendwie aufgrund dieser Leveling-Geschichte oder wie das ist, anders berechnet, was manchmal dann dazu führt, dass das ganz schön laggt. Weil die irgendwie erst per Datapack generiert werden, wenn man die abbaut oder so. Das ist ganz seltsam. Das ist ja nur bei den Erzen so. Also wenn ich das hier abbaue, ist er sofort weg, ne? Also das, ja, ist so eine Besonderheit von dem Modpack leider. Was bei Kohle scheinbar besonders schlimm ist. Das ist schade. Vielleicht hilft es am Ende nochmal irgendwie ein paar Mal drauf zu klicken. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie fixen kann. Ich vermute mal nicht, weil das halt ja einfach durch das Datapack so ist. Wobei, kann das überhaupt bei der 1.12 schon Datapack sein? Also mir wurde das mal geschrieben im Stream, aber jetzt, wenn ich so recht drüber nachdenke, 1.12 und Datapack, gab's das da schon? Weiß ich nicht. Ansonsten ist es halt eine Mod, die das instantan generiert. Ja. Und jetzt kann ich euch mal aber eine Sache zeigen, wenn ich einen Diorite mache und dann das mit dem Hammerabbau. Oh. Okay, es scheint nur bei, wenn ich den Block an sich abbaue, irgendwie die Berechnung drauf angewendet zu werden. Aber wenn ich einen anderen Block abbaue, okay, das ist auch gut zu wissen. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, dass es dann schneller ist, aber offensichtlich ist es dann nicht nur schneller, sondern dann wird es auch vernünftig berechnet. Das ist ja seltsam. Naja, es reicht erstmal. Wir haben jetzt 2 Stacks und Kohle ist ja nicht das, wofür wir hergekommen sind. Okay, wir bauen uns dann nochmal schnell rein. So. Und dann hoch. Noch ein bisschen, was haben wir mitgenommen? Kann man immer gebrauchen, auch wenn wir über Holz unendlich Charcoal machen können. Vielleicht brauchen wir normale Kohle nochmal für irgendwas. Kann ja sein. Aber ich will eigentlich hier hin. Denn da direkt in der Nachbarschaft ist unsere Eisenmine. Mhm. Ist das jetzt hier auch so schlimm? Nee, hier ist es nicht so. Sehr gut. Bei Copper war es nämlich auch nicht so. Vielleicht ist es bei Blöcken. Ich wollte gerade sagen, die nicht als Block droppen, aber es ergibt auch keinen Sinn, weil die Blocken, die droppen ja auch als Item. Vielleicht ist es bei Blöcken so, die Level geben? Sehr merkwürdig, das Ganze in jedem Fall. So, nehmen wir uns jetzt noch eine Reihe mit. Und dann sieht das erstmal ganz gut aus, denke ich.
So, wie viel haben wir? Knapp 2 Stacks. Ja, nehmen wir nochmal. Machen wir mal die 2 Stacks voll, oder? Ich habe jetzt nicht vor, das ganze Vorkommen abzubauen. Das wäre für eine Folge ein bisschen too much, aber so ein kleines bisschen ist schon ganz sinnvoll. Auch für die kommenden Folgen dann. Ah ja, und hier kann man auch wieder ganz gut sehen. Ihr habt jetzt gesehen, wie lange das dauert. Aber wenn ich jetzt den mittleren Block abbaue, plonk, 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 wird das Erz trotzdem mit abgebaut, aber sehr viel schneller. So. 2,5 Stacks knapp. Das muss erstmal reichen. So. Ich hätte vielleicht vorher. Ich meine, ich brauche ja die Markierung nicht mehr und es gibt nochmal extra Erz. Ich hätte vielleicht vorher was in die Smeltery machen sollen. Stein, fissiert Bricks. Andererseits vielleicht auch nicht, weil wozu? Wenn der Chunk eh nicht geladen ist, bringt uns das wenig. Aber möglicherweise ist der Chunk geladen. Ich weiß es immer noch nicht so ganz sicher. Ich habe ja das Gefühl, dass die Aquädukte Chunks laden, aber das wäre dann höchstens der Chunk und der da nicht. Ja, nee, das würde aber nicht reichen. So, Feld ist nachgewachsen, das ist sehr gut. Wie sieht's mit Charcoal aus? Oh ja. Also zumindest hier, wo das Aquädukt ist, scheinen die Chunks geladen zu bleiben. Möglicherweise. So. So, das ist jeweils ein Block. Wir brauchen 4 Blöcke. Da komme ich mal einmal einfach voll, ne? Weil dauert ja gleich lang. Ah, jetzt habe ich alles raus. Ist ja egal, wie viel ich reinmache. Es dauert immer gleich lang. Und dann ziehen wir uns die Blöcke. Und dann können wir den Armor Table machen. Sulfur. Sawdust. Passt hier rein. Brauchen vielleicht auch mal einen Draw für. Aber es ist Sulfur auch irgendwie ein Erz oder so. Ah, wir haben sogar noch einen Eisenblock. Umso besser. So, Eisenblock, das da. Hier ist nichts mehr auf dem Grill. Aber gar keine Seed Bricks mehr. Okay, dann werfe ich mal ein bisschen Kohle noch rein. Genau 3 Blöcke, das ist genau, was uns fehlt. Okay, Kobbel mager nicht. Ahaha. Ja, so viel zum Thema, ne? So viel zum Thema. Beim Stream oft gesagt wurde, warum machst du das über Groot und nicht so? Jetzt weiß ich es wieder. Ich nehme das mal mit hier. Dann brauchen wir. Wir brauchen. Ich sollte einen halben Stack eigentlich von dem Zeug nochmal machen. Ein Stack davon ist kein Problem, halber Stack davon ist kein Problem, aber halber Stack Sand ist ein Problem. Wo kriegen wir auf die Schnelle Sand her? Ich überlege gerade, unseren Strand hier wegzubaggern, aber das ist, glaube ich, nicht die beste. Warte mal, wir können doch sicher Sand herstellen, oder? Natürlich, ja gut, auch Sandstone.
Wir können Pisten im Kreis anordnen und dann Pile of Sand zu Sand machen und Sand zu Pile of Sand. Okay. Strainer. Ja gut, der große Crusher kann das aus Gravel machen. Der Grindstone kann nur aus Sandstone. Okay. Okay, mit so einem Tool hier. Dass wir nicht bauen können. Perfekt. Hätten wir Sand machen können? Nee, ich kann mal ganz kurz in den Strainer vorne schauen, ob da vielleicht noch ein bisschen Sand drin ist. Keine Ahnung, ob ich das hier aufgefüllt habe. Achso, das... Die spawnt das nicht? Das kann sein, ne? Dass Tinkers Tools gar nicht despawnen und dann für immer und ewig da rumgammeln. Nee, hier ist nur Zeug, das ich gerade nicht brauche. Okay. Ein Fischi. Aber hier ist noch Sand. Nehmen wir mal hier mit. Mal schauen, wie viel wir hier noch ausschlachten können. Von dem Strand. Ein bisschen Haste hier drauf war ganz gut, ne? Aber es geht halt noch nicht. Noch keine Modifier. Leider. Level das Ding wenigstens vernünftig hoch. Leveln die eigentlich gut hoch? Was zum Teufel? Alter, die sind so mies, ne? 18.000 zum Hochleveln. Ich dachte auch zwei. Oh Gott. Ja, alles andere wäre ja zu einfach, ne? Würde man den Spielern erlauben, ihre Tools schnell zu leveln, wäre das ganze Modpack ja viel zu einfach. So, wie viel haben wir? Okay, wir haben einen halben Stack, passt also. Dann stellen wir nochmal ein bisschen Groot her. Nee. So. 7 übrig. Und der Rest kommt hier zum Mischen rein. Das ist quasi wie so ein Betonmischer. So, 2 Blöcke noch. Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll wäre, hier noch mehr Ausgussdinger irgendwo hinzumachen. Vielleicht hier auf die Seite noch. Um schneller zu sein. Andererseits, so oft müssen wir Blöcke auch nicht gießen, oder? Oder doch? Kann man sich ja noch überlegen. Aber möglicherweise wäre es ganz schlau. Ja doch, ich glaube, es wäre auch schlau. Ich glaube, es wäre tatsächlich ganz schlau. So, wie sieht es hier mit dem Zeug aus? 10 Stück schon fertig. Das reicht noch nicht ganz. Wir brauchen 12. So. Schön gemütlich auf den Grill gelegt. Müssen wir schauen, ob es... Haben wir schon vielleicht Elevator-Blöcke? Um hier nicht immer rauf und runter laufen zu müssen. Und auch später, wenn die Base dann da unten größer ist. Elevator natürlich nicht... Aber Luminizer vielleicht? Nein, auch keine Luminizer. Was ist denn bei Astral alles schon freigeschaltet in der Stage? Starlight Infuser. Oh, bis zum Redescent Altar ist schon freigeschaltet. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Mantle of Stars. Können wir auch machen. Okay, das gefällt mir sehr gut. Und natürlich deine Tune-Minotaur. Also wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, sehe ich uns hier demnächst mal. Was sagen denn die Achievements? Okay, das ist halt der Hauptstring, ne? Den wollte ich ja mit Joe zusammen machen. Das heißt, hier werde ich mich erstmal ein bisschen zurückhalten. Was den angeht. Ja, Nugget Cast könnten wir auch mal machen. Einfach nur, um das abzuschließen. Watering Can. Wenn der Lapis Sample and Dig for Lapis. Habe ich schon gemacht, aber ich habe nichts gefunden. Aber wir können nachher nochmal probieren. Mit dem Hammer kommen wir da ja ein bisschen schneller durch. Ja, die Watering Can, ich finde nicht, dass die Farm zu schnell ist. Ne? Extended Crafting wird halt ein Krampf. Und der Iron Apple. Also der Journey Map Token. Aber Journey Map sehe ich schon hart. Blutaltar müssen wir ausbauen. Müssen wir ein Ocean Monument suchen. Ja, ein billiger Kompass. Wobei, kann ich überhaupt einen Kompass machen? Brauche ich dafür nicht Redstone? Ah, deshalb ist das hier so gemacht. Okay. Okay, einen Kompass könnte man auch machen. Dann hätten wir endlich mal Koordinaten. Habe ich was verpasst? Ach, das ganze Eisen ist schon... Okay. Ich bin lost. Booyah! Armor Forge. Bomb. So, und jetzt können wir... immer noch die gleichen Sachen machen? Hat sich das gelohnt? Was hat das für einen Vorteil jetzt? Dass ich den Forge gemacht habe. Keine Ahnung. Vielleicht können wir jetzt krassere Materialien oder so benutzen. Egal. Wir haben das Beste gebaut. Das reicht. So, Armor. Ah ja, wir müssen jetzt erstmal Casts machen. Dafür brauchen wir, boah, auf jeden Fall Gold. Ich werfe einfach mal alles rein, aber auf eine gerade Zahl. Gold vermischt sich ja nicht mit Bronze, ne? Das heißt, da können ruhig alles reinwerfen. Was haben wir hier für Parts? Wir haben diese Dinger. Das sind die Armor Plates. Dann haben wir diese. Sind das die Teile hier? Armor Trims? Sieht aber ein bisschen anders aus. Ja, aber das Casting sieht schon richtig aus. Nein, da ist es wahrscheinlich das schon. Armor Trim. Und dann jeweils ein Teil. Also 4, 5, 6 verschiedene Sachen brauchen wir. Dann fangen wir an. Armor Plate. Armor Trim. Chestplate Core. Helmet Core. Leggings Core. Und... Boot Core. Okay, das war eh das. Waren eh die letzten. Keine Ahnung, was das andere noch war, aber wir werden es irgendwann vielleicht rausfinden.
So, dann packen wir das hier rein, dann haben wir das hier zur Auswahl. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gold. Und dann machen wir uns ein paar Casts. Aber weiter mit den Casts machen wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder über 35 Minuten. Wow, meine. Es ist echt, also. Ich bin sehr gut im Zeitmanagement, Kappa. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.